Erdbeben, Klatsche, Anfang vom Ende. So in etwa lauteten die meisten Beschreibungen dessen, was sich in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in dieser Woche abspielte. Steht Angela Merkel vor ihrem Sturz? Und damit herzlich willkommen zu Die Woche Kompakt. Das sind unsere Themen. Millionen für McKinsey, Bundeswehraufträge an umstrittenen US-Berater. Besonders pikant ist, dass gerade bei McKinsey der Sohn von Frau von der Leyen arbeitet. Protest an der Ostsee. Merkel muss weg, auch in Rostock. Ich habe inzwischen gemerkt, dass uns die Grundrechte, die uns zustehen, als Deutsche eigentlich verloren gehen. Erst Kauder, dann die Kanzlerin. Offener Aufstand in der Union. Auf der anderen Seite sind es natürlich vor allem die Risse, die Auflösungserscheinungen, die sich im System Merkel jetzt sehr deutlich bemerkbar machen. Kuschen statt kämpfen. Die AfD und der Verfassungsschutz. Es droht uns ein vorauseilender Selbstmord aus Angst vor dem von außen angedrohten Tod. Bestrafe einen, erziehe 100. Wie Baden-Württembergs Justiz gegen Oppositionspolitiker vorgeht. Wenn sich allgemein das Diskursniveau verschiebt, verändert sich auch die Grenze dessen, was man als Beamter sagen darf. Fast 43 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr in die Bundeswehr fließen. Eine Rekordsumme in der jüngeren Vergangenheit. Allerdings nach Jahren des massiven Sparens. Doch wofür gibt die Armee das Geld aus? Zwei aktuelle Veröffentlichungen stellen den Streitkräften ein eher fragwürdiges Zeugnis aus. Denn dreistellige Millionenbeträge fließen offenbar unter anderem an den Arbeitgeber eines Sohnes der Verteidigungsministerin. Keine U-Boote, kaum Panzer. Um die Ausrüstung der Bundeswehr steht es schlecht, wie erst zu Jahresanfang ein vertrauliches Papier aus dem Verteidigungsministerium beschrieb. Im neuen Haushalt soll es für die Armee finanziell vorangehen, doch das sei erst der Anfang, meint die Ressortchefin. Der Aufwuchs der vergangenen Jahre, ja, er hat sehr geholfen, dass wir die Talsohle durchschritten haben. Aber wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wenn wir nach vorne blicken, was die Bundeswehr an Ausstattung braucht, um die ihr gestellten Aufgaben zu erfüllen, dann liegt noch ein langer und sehr steiler Aufstieg vor uns. Mehr Geld für die Bundeswehr, ein Thema, bei dem sich Regierung und Oppositionsführer im Parlament ausnahmsweise einig sind. Wir haben immer noch einen klaren Mangel bei der Ausrüstung, auch bei großen Waffensystemen, wo wir nicht hinterherkommen, das aufzuholen, was man mit der Friedensdividende, die man einfahren wollte, kaputt gemacht hat. Fehlendes Geld für die Streitkräfte ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Denn wofür gibt das Verteidigungsministerium die bestehenden Mittel aus? Ein 18-seitiger Bericht des Bundesrechnungshofes sickerte diese Woche an die Öffentlichkeit durch. Darin erheben die Prüfer schwere Vorwürfe gegen die politische Führung. Die Rede ist davon, dass über 150 Millionen Euro pro Jahr an Unternehmensberatungen wie McKinsey ausgegeben wurden, ohne ordentliche Ausschreibungen, ohne dass es dafür auch wirklich Bedarf gab. Besonders pikant ist, dass gerade bei McKinsey der Sohn von Frau von der Leyen arbeitet. Auch an anderer Stelle sitzt das Geld anscheinend locker, und zwar tausende Kilometer von Deutschland entfernt. Wie aus einer Regierungsantwort auf diese Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, gab Berlin für das Engagement in Afghanistan seit 2002 ebenso viel aus wie pro Jahr für das gesamte Gesundheits- oder Innenressort. Der Bundeswehreinsatz hat uns insgesamt fast 16 Milliarden Euro gekostet. Das sind 15,6 Milliarden. Und was hat uns das gebracht? 56 tote Bundeswehrsoldaten und ansonsten nichts. Jedenfalls nicht Stabilisierung und Demokratisierung Afghanistans, die der Bundeswehreinsatz angeblich bewirken sollte. Eine Strategie verfolge die Bundesregierung am Hindukusch ohnehin nicht, heißt es bei der Opposition. Wenn Trump also sagt, mehr Soldaten, schicken wir mehr Soldaten. Wenn Obama sagt, weniger Soldaten, schicken wir weniger Soldaten. Wo ist da die eigene Strategie der Bundesrepublik Deutschland? Auf diese Antwort wartet Deutschland seit nunmehr 16 Jahren. Bislang konzentrierten sich die oppositionellen Demonstrationen vor allem auf den Südosten Deutschlands. Doch auch in Rostock ist die Geduld vieler Bürger am Ende. Noch ist der Protest an der Ostseeküste kleiner als die Gegenaktion des bunten Establishments. Doch am vergangenen Wochenende versammelten sich die Mecklenburger Regimekritiker immerhin bereits zum vierten Mal.
Wasserwerfer, Reiterstaffeln und über 1200 Polizisten. Rostocks Innenstadt wirkte wie im Belagerungszustand. Der Grund: bereits zum vierten Mal hatte die AfD zur Demonstration in die Hansestadt gerufen. Gegenüber Sachsen hat die Ostseeküste jedoch noch Nachholbedarf. Wir sind hier in Rostock relativ wenige Leute heute. Also im Vergleich zu Chemnitz zumindest relativ wenige. Ja, aber die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen, ist auf jeden Fall trotzdem vergleichbar. Immerhin, mehr als 1000 Rostocker kamen schließlich auf dem neuen Markt zusammen. Die Angst vor den eigenen Bürgern schien der Politik nach den Chemnitzer Protesten auch in Rostock in die Glieder gefahren zu sein. Vom Rathaus und der gegenüberliegenden Marienkirche flatterten die Parolen des Establishments im Herbstwind. Gleich mehrere Gegenkundgebungen waren angemeldet. Für diesen Teilnehmer der AfD-Kundgebung ist dies eigentlich kein Problem. Dafür ist es ja eine Demokratie. Und da darf auch jeder sagen, was er will. Aber wieso soll ich nicht sagen können, was ich will? Und letzten Endes verstehe ich auch nicht, dass dann wieder Gruppen losgehen, auf andere einschlagen oder sonst auf was, nur weil sie eine andere Meinung haben. Und dann sind sie eigentlich eher Faschisten. Diese Faschisten, bereits am Abend zuvor waren sie in Marschformation durch Rostocks Straßen gezogen. Hier zu sehen auf Amateuraufnahmen vor dem Haus des früheren AfD-Landtagsabgeordneten Holger Arpe. Ungeniert bedrohten die Sturmabteilungen der Antifa politische Gegner mit dem Tod. Im Kofferraum landete zwar niemand, doch auch rund um die AfD-Kundgebung waren Gegendemonstranten aufgezogen und zeigten sich aggressiv. Die ursprünglich geplante Route der Demonstration verhinderte eine Sitzblockade. Auch die Ausweichstrecke war durch Linksradikale verstopft. Die Polizei schaute der Blockade zu. Doch was bewegt die Rostocker, die trotz erster Herbststürme auf die Straße gingen? Dass Gelder einfach verschleudert werden, die wir einzahlen als Steuerzahler. Und es ist kein Ende abzusehen davon. Und es geht da nicht nur um die Ausländer, es geht auch um die Finanzpolitik, die im Prinzip jetzt herrscht. Ich habe inzwischen gemerkt, dass uns die Grundrechte, die uns zustehen, als Deutsche eigentlich verloren gehen. Und dass das in den Medien abgestritten wird. Und dafür will ich kämpfen. Wir haben früher die Angolaner hier gehabt, wir haben hier Namibia gehabt, die haben bei uns im Betrieb ihre Ausbildung gemacht, sind danach wieder nach Hause gegangen, haben da in ihrem Land halt was gebracht. Aber heutzutage ist es ja so, wir werben die Fachkräfte in den anderen Ländern ab, da geht die Wirtschaft krachen, da machen wir dann noch ein bisschen Krieg und dann wundern wir uns, dass die ganzen Menschen hierher wollen nach Europa. Stargast des Abends war der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke. Der Politiker griff die Bundespolitik scharf an. Wer hat das Dublin-III-Abkommen gebrochen, in dem klipp und klar vereinbart ist, dass Ausländer, die Asyl beantragen, das dort tun müssen, wo sie zum ersten Mal EU-Boden betreten? Wer hat den Artikel 16a außer Kraft gesetzt? Wer den Paragraph 18 des Asylgesetzes, in dem niedergeschrieben steht, dass jemand ohne ordentlichen Aufenthaltstitel an der deutschen Grenze zurückzuschieben ist? Die nächste Kundgebung in Rostock ist bereits am 20. Oktober geplant. Mut zur Wahrheit heißt dahin gehen, wo es weh tut. Mut zur Wahrheit heißt die Tatsachen sprechen lassen, nicht die Ideologie. Mut zur Wahrheit heißt nicht mit den Wölfen heulen, der schweigenden Mehrheit eine Stimme geben. Haben Sie Mut zur Wahrheit, lesen Sie Kompaktmagazin. Zu 112 Stimmen. Diese Zahlen markieren das Ende einer Ära an der Spitze der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Deren Mitglieder degradierten am Dienstag den langjährigen Fraktionschef Volker Kauder zum Hinterbänkler. Für die Opposition war dieser überraschende Wahlausgang ein Fest. Die Union bemühte sich dagegen zunächst, den Fall Kauders als kleinen Betriebsunfall darzustellen. Ich habe ganz, ganz großen Respekt, und das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, vor der Leistung von Volker Kauder. Der lang anhaltende stehende Beifall in der Fraktion, für ihn hat das auch gezeigt, welch hohes Ansehen er bei uns in der Fraktion genießt. Und hat er sich wirklich ganz, ganz, ganz hart verdient und auch erarbeitet durch seine langjährige, sehr erfolgreiche Tätigkeit. Das ist so in der Demokratie. Es waren auch zwei wirklich gute Vorstellungsreden. Und es war, soweit ich das mitverfolgen konnte, in den letzten Tagen auch ein fairer Wettbewerb. Und das ist für den Augenblick festzustellen.
Es ist ja völlig klar, das war keine Abstimmung gegen Volker Kauder, das war eine Abstimmung gegen Angela Merkel. Das zeigt, wie groß der Unmut inzwischen in der Unionsfraktion ist. Und ich denke, nach der Entscheidung ist auch klar, dass die Gefahr relativ gering ist, dass wir noch 3 Jahre mit einer handlungsunfähigen großen Koalition unter Angela Merkel rechnen müssen. Sie fragen uns bestimmt, wie es weitergeht mit der CDU-Fraktion. Das ist in diesem Moment in der Tat sehr schwierig zu sagen. Was sich anbietet, ist völlig klar. Das ist der Beginn eines weiteren Autoritätsverlustes. Man kann das Merkel-Dämmerung nennen. Man kann auch sagen, man schlägt den Sack und meint jemanden völlig anderen. Ich glaube, das ist jedenfalls ein weiterer Schritt zum Ende der Regierung Merkel ist. Und wir werden das Ende viel früher erleben, als wir uns das heute vorstellen. Das ist eigentlich schon alles gesagt. Sie können sich vorstellen, bei uns knallen die Korken. Die Merkel-Dämmerung ist eingeläutet. Das ist das beginnende Ende von Angela Merkel. Und wir hoffen, dass sie eben dann auch schneller geht, als es antizipiert wird. Dass Herr Brinkhaus gegen Herrn Kauder gewonnen hat, ist ein ganz klares Signal, auch an die Wähler nach außen, dass die Regierung Merkel unter der Kanzlerschaft Merkel zu Ende geht. Angela Merkel und Horst Seehofer hatten im Vorfeld übrigens für den Verbleib Kauders an der Fraktionsspitze geworben. Die Kanzlerin räumte nach der Wahl ihre Niederlage ein. Martin Müller-Mertens steht nun vor dem Bundestag. Martin, war das Aus für Kauder auch eine Niederlage der Regierungschefin? Ja, Katrin, das kann man so sagen. Dieses Ergebnis, es war eine schallende, eine knallende und eine krachende Ohrfeige für Angela Merkel. Und sie war auch das Ziel. Volker Kauder, das war Merkels getreuer Paladin in den letzten 13 Jahren. Als sie 2005 ins Bundeskanzleramt einzog, da wechselte er an die Fraktionsspitze. Und er hat seitdem immer dafür gesorgt, dass jedes auch noch so umstrittene Thema in der Unionsfraktion letzten Endes eine Mehrheit für Angela Merkel bekommt. Das kann ja nun nicht mehr ist, wenn auch knapp abgewählt. 4691 Tage lang war Volker Kauder Fraktionschef, so lange wie keiner seiner Vorgänger. Weshalb wählten ihn die Abgeordneten gerade jetzt ab? Da kommen sicherlich eine Menge Dinge zusammen. Auf der einen Seite war Volker Kauder immer schon etwas umstritten innerhalb der Unionsfraktion. Auf der anderen Seite sind es natürlich vor allem die Risse, die Auflösungserscheinungen, die sich im System Merkel jetzt sehr deutlich bemerkbar machen. Auch den Abgeordneten ist natürlich nicht verborgen geblieben, wie die Umfrageergebnisse der Union sich entwickeln. Auch den Abgeordneten von CDU und vor allem CSU, deren Partei ja in Bayern vor einer desaströsen Wahlniederlage steht, steht natürlich zum Bewusstsein, dass sie mit Angela Merkel keine Zukunft als politische Volkspartei haben werden. Jetzt regiert die Panik. Jetzt versuchen sie in den eigenen Reihen Bauernopfer zu finden. Jetzt versuchen sie sich irgendwie wieder in Volkesgunst zu retten. Bislang konnte von Unruhe und Chaos in der Union meist die AfD profitieren. Wird das Aus für den Merkel-getreuen Kauder der Alternative ebenfalls Prozente bringen? Ja, das wollen wir mal abwarten. Wenn wir ehrlich sind, die AfD hat ja vom System Merkel massiv profitiert. Viele Wähler, viele Unterstützer, nicht nur der Union, aber eben auch von CDU und CSU, sind ins Lager der AfD-Wähler übergelaufen. Wenn es der Union jetzt gelingen sollte, sich sozusagen von den Altlasten des sich auflösenden Systems Merkels zu befreien, vielleicht wieder zurückzugehen zu den Positionen, die sie vorher vertreten haben, dann wird das für die AfD eine massive Herausforderung. Sie ist so weit etabliert, dass sie dann sicherlich nicht verschwinden wird, aber der ganz große Höhenflug, der könnte dann durchaus sehr schnell auch wieder vorbei sein. Viele Kommentatoren rechnen nun auch mit einem schnellen Sturz Angela Merkels. Ist die Kanzlerin am Ende? Also das sehe ich im Moment nicht. Und das ginge ja auch nur unter zwei Voraussetzungen. Entweder Angela Merkel tritt zurück, das wird sie nicht tun, oder ihre eigene Koalition stürzt sie durch ein konstruktives Misstrauensvotum. Und der Kandidat, der in der Lage ist, die gesamte Koalition jetzt gegen Merkel hinter sich zu vereinen, den sehe ich nicht. Auch Merkel hat durchaus noch ihre Getreuen, ihre Anhänger innerhalb der eigenen Fraktion. Dass man sich in Neuwahlen flüchtet, ist natürlich nicht ganz auszuschließen, aber zumindest doch eher unwahrscheinlich, denn in Neuwahlen, nach Neuwahlen, hätte diese Koalition auf keinen Fall mehr eine Mehrheit.
Diese E-Mail sorgte vor einer Woche für Diskussionen. Mit einer, wie es hieß, dringenden Empfehlung forderte der AfD-Bundesvorstand die Parteimitglieder auf, nicht mehr an Demonstrationen von Bürgerbewegungen teilzunehmen. Anlass sind Drohungen. Die Partei könnte durch den Verfassungsschutz überwacht werden. Kompakt TV sprach mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion Hans-Jörg Müller. Zunächst wollten wir wissen, wie er die Rolle des Inlandsgeheimdienstes derzeit einschätzt. Wenn man sich anschaut, wie diese ganzen Beobachtungen von anderen Parteien und so weiter erfolgen, ist doch völlig offensichtlich, dass der Verfassungsschutz nicht primär das macht, was er machen soll, das Grundgesetz gegenüber Demokratiefeinden zu schützen, sondern dass der Verfassungsschutz leider verkommen ist zu einem politischen Herrschaftsinstrument der herrschenden Parteien, die durch eine künstliche, durch nichts gerechtfertigte Verfassungsschutzbeobachtung schlichtweg uns AfD genauso kriminalisieren wollen, wie sie das eigene Volk mit der Hetzjagd-Lüge schon in Chemnitz kriminalisiert haben. Was würde denn eine solche Beobachtung in der Konsequenz bedeuten? Die wäre natürlich fatal für uns, weil wir natürlich sehr viele Beamte in unserer Mitgliedschaft haben, die dann die Mitgliedschaft niederlegen müssten. Eine andere unerfreuliche Konsequenz ist, dass auch ganz normale Angestellte oder auch Selbstständige, die weiter Mitglieder bleiben könnten, das dann sich auch nicht mehr leisten können. Der Angestellte fliegt raus aus seinem Job, wie wir das auch aus der DDR gekannt haben, wenn jemand regimekritisch sich geäußert hat. Es soll ein vernichtender Schlag geführt werden gegen die innere Organisationsfähigkeit der AfD. Steht die AfD natürlich in einem Dilemma. Wenn sie das Ganze verhindern will, muss sie sich möglicherweise anpassen. Es gab ja die dringende Empfehlung des Parteivorstandes zum Beispiel, an Demonstrationen nicht mehr teilzunehmen. Also ist es vielleicht Selbstmord aus Angst vor der Beobachtung? Also das droht uns auf alle Fälle. Es droht uns ein vorauseilender Selbstmord aus Angst vor dem von außen angedrohten Tod. Das ist in der Tat wirklich eine Zwickmühle, in die wir hier hineingeführt werden. Wir müssen schon schauen, dass wir Angriffsflächen vermeiden. Aber wenn es irgendwann mal so weit gehen würde, Angriffsflächen zu vermeiden, indem wir uns selbst verleugnen, dann geht das zu weit. Ich bringe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel jetzt. Es gibt ja auch zum Beispiel die Empfehlung, wir in der AfD sollten nicht mehr vom Bevölkerungsaustausch reden, weil davon auch die identitäre Bewegung spricht, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. So. Das ist für mich so ein Fall, wo ich sage, das wäre dann Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Weil erstens der Bevölkerungsaustausch ja zu nicht 100, sondern zu 1000% nachgewiesen eine internationale Politik ist, von UNO, von der EU. Gibt es ja, weiß ich, tausende Dokumente drüber, die den ja zu 100% belegen, dass er durchgeführt wird. Und warum sollen wir jetzt davon nicht mehr reden, wenn wir erkannt haben, das ist die größte Gefahr für unser Land überhaupt? Stehen Sie zu dieser Empfehlung, nicht zu Veranstaltungen zu gehen, die nicht von der AfD organisiert wurden? Das überlege ich jedes Mal im Einzelfall wieder von vorne, weil ich weiß, man stellt uns Fallen. Aber ein generelles Verbot in meinen Augen würde dazu führen, dass wir uns selbst um unsere Substanz bringen. Also wieder mal Selbstmord begehen aus Angst vor dem Tod. Und das kann nicht die richtige Strategie sein, weil wozu braucht man dann noch die AfD? Bestrafe einen, erziehe 100. Dieses Zitat wird zumeist Chinas Revolutionsführer Mao Zedong zugeschrieben. Doch auch in Deutschland ist diese Praxis vielleicht nicht unbekannt, wie ein aktueller Fall aus Baden-Württemberg nahelegt. Aus der Erde kommst du und zur Erde wirst du werden. Da Sie mir nicht antworten, ist damit Ihre Rede oder Ihr Beitrag beendet. Und ich gebe das Wort jetzt Carsten Schneider für die SPD und ich fordere Sie auf, das Redepult zu verlassen. Diese Szene machte Thomas Seitz bundesweit bekannt. Rüde unterbrach Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth Anfang Juni die von dem AfD-Politiker begonnene Schweigeminute für die ermordete Susanne aus Wiesbaden. Mittlerweile steht dem 50-jährigen Ärger ins Haus. Das Richterdienstgericht Karlsruhe beschloss, den langjährigen Staatsanwalt aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen. Ein in dieser Form wohl einmaliger Vorgang. Es gab viele Disziplinarverfahren gegen Kollegen aus ganz verschiedenen Gründen. Ich denke, dieses Verfahren ist schon sehr besonders, weil man als Staatsanwalt natürlich in einer exponierten Position ist, zum einen. Zum anderen habe ich mich auch durchaus in der Tat sehr drastisch geäußert und hier wirklich die Grenzen ausgetestet, des Zulässigen.
2016 kandidierte Seitz für den Landtag Baden-Württembergs, ein Jahr später für den Bundestag. In den Wahlkämpfen postete Seitz unter anderem Begriffe wie Gesinnungsjustiz und Quotenneger, letzteres nach eigenen Angaben als Zitat. Baden-Württembergs Justizministerium sieht darin einen Verstoß gegen das Mäßigungsgebot und die Neutralitätspflicht von Beamten. Zu Unrecht, meint Seitz. Der Bundespräsident Gauck hat die Anhänger der AfD als Pöbel bezeichnet. Vergleichbare Äußerungen finden Sie bei allen Repräsentanten in höchsten Ämtern des Staates. Und daraus ergibt sich für mich die Folgerung, wenn sich allgemein das Diskursniveau verschiebt, verändert sich auch die Grenze dessen, was man als Beamter sagen darf. Argumente, denen das Richterdienstgericht nicht folgte. Die Urteilsbegründung liegt bislang jedoch nicht vor. Auffallend ist, das Justizministerium hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nur eine Entlassung von Seitz akzeptieren zu wollen. Und dann ist natürlich die Frage, wie unabhängig kann ein Gericht entscheiden, bei dem 2 von 3 Mitgliedern ihrerseits in der Justiz tätig sind und ihr berufliches Fortkommen davon abhängt, was der Kläger des Verfahrens in der Zukunft mit ihnen macht. Ein harter Vorwurf, doch immerhin beaufsichtigt das Ministerium die Justiz nicht nur, sondern entscheidet auch über Einstellungen und Beförderungen. In Baden-Württemberg war es jahrzehntelang Usus, dass eine Stellenausschreibung erst erfolgt, wenn klar ist, wer diese Stelle bekommen soll. Und es wird dann auch bei, ich habe das selber erlebt, ich habe auch einen solchen Anruf bekommen. Es wird dann bei den falschen Bewerbern auch angerufen und gesagt, dass die Stelle nicht für sie bestimmt ist und sie ihre Bewerbung doch bitte zurückziehen sollen. Seitz fordert deshalb ein Selbstverwaltungsmodell der Justiz. Seinen Rausschmiss will er nicht akzeptieren und notfalls durch alle Instanzen gehen. Das war's für heute von Die Woche Kompakt. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Am kommenden Sonntag sind wir wieder für Sie da. Tschüss!